Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Video geht es um Psychologie, um psychologische Inhalte, manchmal auch um Kunst und um Gadgets. Heute geht es um das dritte Werkzeug in der Werkzeugkiste. Wie kann ich mich besser gegen Kränkungen und Verletzungen wehren? Und zwar geht es um den Dunning-Kruger-Effekt. Ja, auf den Dunning-Kruger-Effekt bin ich zum ersten Mal durch Horst Lüning gekommen, einen bekannten deutschen YouTuber. Ich werde euch das Video natürlich verlinken, das ist ein klarer Fall. 1999 haben David Dunning und Justin Kruger Meta-Analysen gemacht im Bereich von Studien zum Schachspielen, Autofahren und zur Interpretation von Texten. Und sie sind darauf gekommen, dass Menschen, die weniger kompetent sind, weniger wussten, eigentlich viel selbstbewusster an die Sache herangegangen sind. Natürlich war es die Realitätsprüfung, die dann zeigte, dass es weniger brachte und dass es viel fehleranfälliger war. Das heißt, es war nicht wirklich besser, aber diese Menschen fühlten sich besser und hatten eine höhere Selbstwertschätzung. Der Dunning-Kruger-Effekt ist also die systematische Neigung, fehlerhafte Neigung von Menschen, Klammer auf, relativ inkompetenten Menschen, Klammer zu, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu überschätzen und das vis-à-vis den anderen zu unterschätzen. Und gleichzeitig haben sie dabei eine höhere Selbstwertschätzung. In der Zeit, als ich dieses Video vorbereitet habe, war ich unter anderem eingeladen, um eine neue Abteilung in einer Klinik zu besichtigen. Es war eine Spezialklinik für Kinder und wir haben uns die Räume angesehen und danach ist man im Kreis gesessen. Es hat natürlich eine Vorstellungsrunde gegeben. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich das liebe. Ja, auf jeden Fall, es gab eine Vorstellungsrunde und dann gab es Fragen und eine Person darunter, also es war nicht unbedingt mein Kompetenzbereich, um den es hier ging in der Klinik, aber eine Person darunter war sehr, sehr weit entfernt von den Professionen, die sich direkt mit diesem Thema beschäftigten. Und ja, ihr wisst es, genau diese Person sprach am längsten, sprach am lautesten und sprach am häufigsten. Es stellte sich bei mir im Lauf der Zeit ein Ärger ein. Aber dann fiel mir Dunning-Kruger ein und damit gelang es mir wirklich, diesen Ärger und dieses Gefühl zu regulieren, ja sogar innerlich zu lachen. Glücklicherweise bestand dann eine Person, die die andere näher kannte, darauf, dass sie Schluss machte mit ihren Fragen und stoppte diese Person. Ja, das ist Dunning-Kruger. Menschen, die in einem Bereich eigentlich relativ inkompetent sind, aber sich ganz sicher fühlen und jeden anderen mit ihren eigenen Meinungen behelligen. Das ist Dunning-Kruger, wie er lebt und lebt. Und nicht nur im beruflichen Setting, auch im privaten Bereich kenne ich viele Szenarien, wo Dunning-Kruger eine Lösung anbietet, besser damit klarzukommen. Auch im Beruflichen tun sich immer wieder Personen hervor, die eigentlich weniger wissen, weniger kompetent sind als andere, aber ganz viel sprechen, ganz viel zu sagen haben. Ja, wie kann man solche Menschen stoppen? Allein das Wissen darum, dass es eigentlich um Dunning-Kruger geht und ja, dass dem eine Inkompetenz zugrunde liegt, kann in vielen Situationen, so wie es bei mir war, emotionsregulierend sein, ärgerregulierend sein. Mich würde interessieren, was ihr dabei für Erfahrungen gehabt habt, im Alltag oder auch im Beruflichen, ob ihr das gut einsetzen könnt, ob das für euch auch dieses Wissen emotionsregulierend und entlastend ist, das würde mich interessieren. Ja, zu guter Letzt, wenn dieser Mensch absolut nicht zu stoppen ist, könnte man auch es direkt mit einem psychologischen Judo probieren und sagen, Sie haben mich heute schon zum zweiten Mal mit dieser Fehlinformation konfrontiert, bitte stoppen Sie. Ja, ich hoffe, das kurze Video über diesen Dunning-Kruger-Effekt, der dritte Baustein im Setzkasten, im Werkzeugkasten, hat euch gefallen.
Daumen hoch, wenn es so ist, und abonniert den Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.